Ich habe ewig gebraucht, irgendwie hier reinzukommen gerade. Ja, wir haben schon vermisst. Was ist das denn alles? Ist das eine neue Canon? Das ist eine Boney. Das ist genau, okay, die extra neue Streaming-Cam. Die Boney 6900. Was wird meine Aufgabe hier? Mache ich den Kruzifix? Genau. Weiche, du Dämon! Also eigentlich müssten wir erstmal Geisterbox, Geisterbuch, Docks und Kameras nehmen. Also alles, was hier in diesem Regal hier ist, das brauchen wir erstmal. Das ist essentiell. Und die Fingerabdruck. Ach so, lege ich ab. Ich nehme die Finger. Boah, bei mir geht immer das Licht an und aus. Bei mir sind Geister. Er handelt, er handelt! Kann okay. ich das EMP-Meter nehmen? Das EMF kannst du nehmen, ja. Oder meinst EMF, du... EMP, EMF, ja. Aber bevor das funktioniert, müssen wir eh erst die Heizung anmachen. Ich mach das mal kurz. Ach, scheiße. Okay, Ehre. Okay. Hey, das Spiel ist ja voll anders mittlerweile. Ja, auf Albtraum ja. ist geil. Das müssen wir gleich mal machen. übrigens, ganz wichtig, Albtraum, ja? Vielleicht könnt ihr mal, bevor wir den Geist rufen, diese Gegenstände suchen. Weil es gibt jetzt in jeder Map einen verfluchten Gegenstand. Es okay. gibt Tarotkarten, es das gibt Spiel eine. Ist ja viel besser geworden. Ist viel geiler. Es gibt Tarotkarten, die sehen aus wie ein Handy von der Größe. Ja. Es gibt eine Voodoo-Puppe, oh, die ist geil. Nice. Es gibt ein Ritual, das man machen kann. Es gibt das Ouija-Board und es gibt eine Musikbox. Also vielleicht ja. findet ihr was. Aber bevor ihr die drückt, sagt Bescheid, weil da stirbt man extrem schnell. Lehnt euch zurück. Oh Gott. Okay, ich mach mal. So. Danke für die Verlängerung. Gib uns ein Zeichen. Ja, ja. Du musst bitte kein Zeichen. Ich will einfach eine Ruhe, bitte. Ich hab super Angst. Hey, du Heizung ist an. Okay, jetzt kann ich das EMF nehmen, ne? Genau, und guckt mal nach den Gegenständen. Vielleicht findet ihr was. Hallo? Hallo, Maluna? Ich guck auch mal. Ich geh mal in den Keller, ja? Hol mich hier raus. Hallo, ich seh dich. Ich bin im Keller. Ich weiß nicht, ob die mich hören. Oh mein Gott. So, lass mal gucken. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Warte mal, Keller. Ohne Scheiß, das ist fucking gruselig. Im Keller kannst du mal gucken, ob du was findest. Ich gucke, ich bin im Keller. Gib uns ein Zeichen. Ich bin's. Gib uns ein Zeichen. Beim letzten Mal habe ich bemerkt, wenn man den Geist beleidigt, rastet der immer aus. Ja, aber bei Profi rastet der eigentlich auch relativ schnell aus. Und den. Genau, und es gibt noch einen Geisterspiegel. Du dumme Sau, komm her, zeig dich. Das ist wie so eine Irrenanstalt hier irgendwie. Gib uns ein Zeichen. Ich such gerade den verwunschenen Gegenstand, damit wir damit Scheiße machen können. Gib uns ein Zeichen. Oh, hier. Er ist bei mir, glaube ich. Er ist hier. Hier haben wir 0 Grad. Ja, er ist hier. Scheiße. Er ist hier. Jetzt nur 2 Grad. Und so. Oh, 2 Grad. Gar nichts. Wie schreibt man ins Buch nochmal? Schreib mal ins Buch hier, Geist. Genau, auf G dann ablegen. Gib uns ein Zeichen. Oh, nee. Ey, Geist, du dumme Sau. Ich würde das nicht sagen, du. Also, der ist hier drin. Ich würde das Buch auf den Tisch legen, weil es... Ey, gib uns ein Zeichen, Bro. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab nicht gelesen, was im Van stand. Ist der schüchtern? Das wissen wir, glaube ich, bei Profi noch gar nicht. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib mir sein. Ist er vielleicht hier im Gang? Nee, hier ist er auf gar keinen Fall. Ups, oh, oh, da war doch gerade was, oder? Nein. Hier, im F. hat Nacktfoto gepostet. Was, echt? Wurde die nicht gebannt? Ja, Britney Spears hat Nacktfoto gepostet. Wo denn? Wurde die nicht gebannt? Auf Instagram. Was? Ist der Account noch da? Könnt ihr gucken. Das wurde doch safe gebannt, oder? Ich hab auch kein Nacktbild gepostet. Ist kein richtiges Nacktfoto, ist nur so. Oh, oh, oh. Also sie hat ihre Intimbereich hat sie zensiert. Er ist hier. Hey, ich seh. Au. Alles legit. Hat jemand Fingerabdrücke dabei? Dann könnt ihr mal schnell in der Tür gucken, weil die bleiben nicht mehr lang. EMF Malu? Langsam aus. Was nochmal? Fingerabdrücke. Ja, Fingerabdrücke, wir haben Fingerabdrücke, ich hab's gesehen. Wo? Cool. An der Tür. Wie schreibe ich nochmal, dass Fingerabdrücke da sind, weil ich J. Ja. EMF. Ja, EMF ist aber nur 2. Oh, ich muss die ganzen Items erstmal wieder verstehen. Wir müssen mal gucken, wo dieser Gegenstand ist, weil wenn es vielleicht eine Voodoo-Puppe oder so ist, kann das schon sehr lustig werden. Ha, voll gut jetzt auch. Oh ja, hier. Ja, ist viel besser gemacht. Grün. Jetzt viel besser gemacht. Ja. Geil. Wir haben die richtig gut abgedatet. Gut abgedatet das Spiel. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geil, jetzt und sofort. Das ist ein Handy. Mann, ich hätte so gern den Gegenstand. Okay, ich gehe das mit dem Geist ein. Oh, Luna fragt mich direkt 5 Mal.
Was denn? Gib uns ein Zeichen. Ey, Geist, ich habe keine Angst vor dir. Ich finde den Gegenstand nicht. Aber ich weiß, was ich tun werde. Ich werde jetzt Pellen fressen. So. Also, Temperatur minus ist es ja irgendwie schon mal nett. So. Aber irgendwie wissen wir es immer noch nicht so ganz. Ich glaube, es wäre an der Zeit für ein Kruzifix. Oder ich guck mal kurz. Ich glaube nicht, dass es Gefrier ist. Das würden wir eh sehen. Ich guck mal kurz nach Herbs oder sowas. Okay, wo sind die Gegenstände, Feuerblatt? Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Wissen wir schon, wie der Geist heißt? Was stand zum Anfang? Das steht im Buch. Wie kann ich das hier lesen? Das steht, aber ich sollte den Namen nicht sagen. Warum nicht? Ja, sag mal, wie heißt der denn? Nein. Ich, wie heißt der Geist? Mach mal kurz Licht aus. Überblick. Ich guck mal kurz was. Überblick, Home. Simon, Licht aus. Also Taschenlampen aus. Fotos, Beweise, Geister, Pausenmenü. Ist der überhaupt noch dort? Irgendwas. Tim, du musst dein Licht ausmachen. Oh. Gib mir ein Zeichen. Mach mal dein auf T. Auf T. So. Kann auch sein, dass du allein mit ihm reden musst. Wenn du magst, geh da gerne mal rein und mach mir die Tür zu. Du alleine, ja? Ja, ihm viel Spaß. Du musst raus, Tim. Boah, öffnet doch die ganze Zeit die Tür, oder? Ah, ich muss auch raus. Wie setzt man das Walkie-Talkie ein? Mit B. Wo öffnet er denn die ganze Zeit eine Tür? Hey Guys, töte mal Maluna. Oh. Hallo? Gib uns ein Zeichen. Hallo, Simon? Oh ja, 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 kommt er? Oh, oh. Nein, das ist der Geist. Mach auf. Ich komm. Geist. Ich habe keine Angst vor dir. Oh Gott, hab ich mich ja schon. Wo? Oh. Es flackert. Es flackert. Das Licht flackert. Ach, Hector, danke für den Prime. Wie konnte er das überleben? Gute Wahl. Schatzi, schenk mir ein Zeichen. Ich glaube, der lebt noch. Ey, gerade hat die Taschenlampe übel geflackert. Ja, das ist normal. Du musst dich dann verstecken gehen, wenn die anfängt zu flackern. Charles Moore, erscheine. Oh! Er handelt. Oh mein Gott. Nein, bitte. Charles, lass mich in Ruhe. Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Charles Moore. Ja. Wo ist deine Uhr? Lisa mag Bandas, danke für den Resort. Aber der huntet doch noch, oder? Danke. Oh, hallo. Boah, ich geh jetzt mal raus, ne? Der wird uns noch killen. Charles Moore. Erscheine. Nein, nein. Oh. Jetzt bin ich tot. Mann. Sind noch alle am Leben? Ja, Jasmin? Aber das macht nicht mehr. Ah! Okay, ich sag keine Namen mehr. Run in. Simon Hunger. Ah! Oh. Okay. Wenn wir so spielen, dann spiele ich so. So. Oh, haben wir Pillen? Nee, haben keine mitgenommen. Das Wichtigste haben wir vergessen. 9% Sanity. Also, ich würde sagen. Mir geht's gar nicht gut. Ich gehe jetzt. Okay, haben wir was Sinnvolles gemacht? Oh mein Gott, wer von euch hat 2 Pillen genommen und hat Timoros seine Pille weggenommen? Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Gnu hat Timoros. Oh mein Gott, Timoros, Gnu hat seine Pille gefressen. Was? Gnu, warum? Tim, du Schwein! Tim. Du bist der Arsch. Du hast die Pille von Tim. Nein, hab ich überhaupt nicht.
Du hast meine Pille gegessen, oder? Nein, nein, hey, ich versuche ja nur meinen Job zu machen. Das ist hier gerade nicht möglich, ja? Dann habe ich auch ein Recht auf Pillen fressen. Teamleiterin Crew, was kann ich tun für Sie? Draußen bleiben. So, ich mach das jetzt. So, okay, der ist ja gar nicht mehr hier. Der hat doch den Standort gewechselt, Mann. Der Geist hat den Standort gewechselt. Wir sind am Arsch. Oh, es geht auch mittlerweile? Ja. Der Geist, GPN an, können die Norden. Und der Geist hat die Heizung ausgemacht. Das heißt, es kann trotzdem noch Gefriertemperatur sein. Scheiße. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ah, er ist hier jetzt drin. Er ist hier drin. Dann rede ich mal mit ihm, warte. Ja. Wo ist er drin? Gib mir ein Zeichen. Hier? Hier im Haus. Kannst du mir ein Zeichen geben? Gib mir jetzt ein Zeichen. Ich habe hier schon eine angestellt. Wo bist du denn? Hier? Ich habe hier schon eine aufgestellt. Wie alt bist du? Vielleicht hier in den Raum nochmal rein. Woher kommst du? Wie denn? Wieder so auf deiner Freizeit? So? Hier rein vielleicht. Hast du Hobbys? Guck mal, mach du mal bitte die Kamera an. Ich weiß nicht, wie es geht. Okay. Der hört mir nicht. So, ich stell die mal hier hin. Wie alt bist du? Was ist dein Lieblingssong? Okay, gib uns ein Zeichen. Wo ist das Buch? Gib uns ein Zeichen. Das Buch hat Tim Horus eben aufgenommen. Ah, es ist hier. Oh. Oh, oh. Wenn er reingekommen wäre, hätte ich ein Foto gemacht. Du bist doch tot, oder nicht? Nee. Ach, du hast 0% Emotional Damage bei mir. Deswegen dachte ich, du bist tot. Okay. Komm mal bitte nochmal in den Raum, dann kann ich gucken, ob da Orbs sind. Ah! Geh mal rein, komm. Ich hab den Geist gerade kurz gesehen. Oh, ich hab die Tür zugemacht! Oh nein! Maluna, ich hab dich umgebracht! Lauf, Maluna! Hä? Oh mein Gott, sie ist tot. Du hast sie getötet. Maluna ist draußen gestorben. Oh, wie Maluna ist draußen gestorben. Soll ich mal ein Foto machen? Die Tür ist aufgeglitscht. Sie ist draußen umgebracht worden. Oh mein Gott, du Mörder. Ich nehme jetzt mal das Kruzifix, dann hört er mal auf, hier die ganze Zeit zu handeln. Mörder! Emotional Damage. Das ist wirklich bad. Wie können wir das durchbrochen? Wie fangen wir den Geist? Ghostbuster-mäßig. So. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ich glaube, das ist ein schüchterner Geist. Der greift immer nur an, wenn wir allein sind. Ich rede auch nochmal mit ihm. Fingerabdrücke haben wir schon. Mehr haben wir doch nicht, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Ja, wir müssen ein Foto von dir. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Foto von den Fingerabdrücken? Kann das sein? Sollen wir gehen? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Mann! Dies kann nicht sein. Simon, ey. Voll der Imposter. Simon ist übrigens sass. Haben wir schon irgendwelche Beweise, die wir anhaken können? Fingerabdrücke. Geh weg, was machst du denn da jetzt? Das ist ein Ritual. Oh, das Geisterbuch, das brauche ich. Nein, nicht das Geisterbuch, sondern das Geisterbuch. Das brauche ich! Der Geist kommt nicht raus. So. Schreib in das Buch. Gib uns ein Zeichen. Charles Moore töte Simon Unge. Willst du ein weiteres Opfer haben, Simon? Ja? Ja, Tim Horus ist drin! Tür zu! Warte. Tim Horus, lauf! Wie heißt der Geist? Charles Moore! Lauf in den Keller, wenn du nicht raus. Charles Moore!
Das, oh, er ist tot. Charles Moore. Charles Moore. Oh mein Gott, wir sind solche Arschlöcher. Vor allem beide auch noch, ne? Charles Moore. Warum handelt der denn nicht? Charles Moore, handelt doch jetzt, Idiotensohn. Charles Moore. Ich würde mich an deiner Stelle jetzt verstecken. Der kommt gleich. Versteck dich, kommst du nicht raus. Die Tür ist zu! Die Tür ist zu! Lauf doch! Scheiß nur! Ach du Sch... Oh, er ist sogar hier, der Geist. Oh mein Gott, der Geist direkt vor der Tür, ne? Ja? Oh mein Gott, ja. Ein Foto. Zack. Sehr gut, ein Foto gemacht. Aber er ist jetzt tot, oder? Ja. Oh, ja, er ist ein Foto. Oh, nicht. Guck, oh, er wurde umhergeschleudert. Guck mal. Oh mein Gott, du hast zwei Menschen getötet. Du bist ein Imposter. Spielen wir Among Us oder was? Oder war es Charles Moore? Spielst du Among Us? Guck mal jetzt. Ja, Knu, jetzt guck mal. Sie hat ihren Arm verdreht. Seit sie tot ist, hat sie es erst gemacht. Wegen dem Ritual. Siehst du das? Ja, das hilft also. Guck mal. Es war vorher. Warte, wir brauchen noch was anderes. Oh, die eine Kerze ausgegangen, das heißt, jetzt ist vorbei, alles schon wieder. Wir brauchen noch eine Actimel-Flasche. Das aktiviert Abwehrkräfte. Guck mal, das ist ihr Geist, das ist Malunas Geist, die wirft Tassen umher. Schau mal. Guck mal, sie hat zu viel gekokst. Ich will die Tasse wegnehmen, weil die so wieder frech ist mit der Tasse. Wir lassen es aussehen, als hätte sie eine Überdosis genommen, okay? Sie hat eine Überdosis. Ich werde die Tasse jetzt wegtun, weil sie versucht immer mit der Tasse umherzuwerfen. Okay, komm, jetzt ermitteln wir mal den Geist, Simon. Aber wir müssen uns beeilen, weil die anderen beiden wollen auch mitspielen. Die du ermordet hast. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Geist ist. Fingerabdrücke haben wir. Ja, das war die Tasse. Hör auf mit der Tasse, du Geist, hör auf. Du wirst die Tasse nicht mehr wiederkriegen. Ich werde sie wegnehmen, so. Warte mal, was könnte es denn noch sein? Gefrierbrand, das ist nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ey, was könnte es denn sein? Ich bin wirklich ratlos. Was braucht er denn alles, der Geist? Ja. Du kannst mal eine Kerze reinnehmen. Der Geist, der pustet die dann aus. Das wäre doch mal was, oder? Du nimmst beide Kerzen hat Maluna schon ausgepustet. Ist nicht schlimm, du kannst die nur anzünden. Ach, man kann die nur anzünden? Ja. Cool. Ist doch fesch, oder? Ja, das ist fesch. Wir müssen aber zuerst mal den Geist ermitteln auch, wo der jetzt ist gerade. Ey, der Unge ist ein eiskalter Mörder. Ich glaub's nicht. Oh. Huntet der? Nee, Simon, mach die Tür auf. Mich kannst du nicht verarschen. Ich hab zu viele Stunden. Oh, jetzt aber, ne? Oh, scheiße, es ist ja wirklich ein Hand. Simon? Komm rein, er hat die Kerze ausgepustet, Aber er ist vor der Tür, kann das sein? Ja, wir haben ihn nach draußen gelockt, weil draußen die ganzen Leichen liegen. Ja, aber der backt doch hier vor der Tür rum. Hä? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was war das? Der ist in der Küche jetzt, oder? Gib uns ein Zeichen. Oh ja, scheiße, er ist in der Küche jetzt, Simon. Simon. Wie konnte ich das überleben? How could I survive this? I'm not Sure. Oh Gott! Hä? Du, der ist ja über. Ausschlag. Oh, der huntet gerade. Was ist denn das? Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Der ist hier im Flur. Da können wir hier direkt ermitteln. Aber das Problem ist, wir müssen halt die Eier haben und die Kamera und alles holen. Aus dem anderen Raum. Ich hol die Kamera, ich hole sie, okay? Ja, okay. Ich hol sie. Ja. Oh, das ist ein Ball. Oh, jetzt ist er tot, glaube ich. Lebst du noch? When you tried your best, but you don't succeed. Ach so, es war ein Geister-Event. Aber die Frage ist, wo ist der Geist? Hatte der noch? Nee. Schnell, schnell bring Kamera und Buch mit. Irgendwas. Gib uns ein Zeichen. Charles Moore. Sei nicht so stur. So. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hast du die Kamera? Ah, dann kannst du ja, eigentlich auch mal kurz, warte mal. Stativ holen? Soll ich Stativ holen? Ja, auch mal einfach hier durchgucken, ob da was ist. Scheiße, dann müssen wir die Taschenlampe da wegpacken, ne? Ich will eigentlich gerade gar nichts mehr machen. Nimm doch die Kacktaschenlampe. Warum kann ich die Taschenlampe nicht nehmen? Ach, weil ich schon eine hab, ne? Nein! Guck mal, ob die Tür offen ist. Nur die Tür ist zu. Mann! Was ist Scheiße? Was denn? Ich bin nur ganz kurz rein. Und dann? Ging die Tür zu. Ich glaube, dass es Zwillinge sind, weil die machen so viel Scheiße. Und die sind in so vielen Räumen. Ich glaube, das sind Zwillinge. Lass uns gamblen. Dann können die anderen auch wieder mitspielen. Ja. Wir haben eh keine Pillen mehr. Also an die was anderen. Ist Zwilling? Aber Zwilling kann es nicht sein. Wir hatten Fingerabdrücke, ne? Scheiße. Oh, es kann kein Zwilling sein. Aber was könnte es denn dann noch sein? Boah, das war so komisch. Aber was könnte es dann noch sein, Lu? Schwierig. Ich würde sagen, von Mimik. Aber ich glaube, wir hatten EMF Level 5, oder nicht? Nee, das ist immer so, wenn er huntet. Wir geben mal Mimik ein. Also immer, wenn er huntet, ist das EMF nicht mehr gültig quasi. Wir geben Mimik ein, okay, es ist Mimik. Ein Gamble. So, wir haben jetzt Among Us gespielt. Wir haben Hauptsache die anderen beiden getötet, Hauptsache das. Scheiße, ein Banshee. Wir hatten Gefriertemperatur. Oh. Ja, wir hatten noch Gefriertemperatur. Hatten wir? Wir hatten noch gefriert. Ja, am Anfang, als erstes sogar. Oh nein, sicher? Hab ich vergessen, ja. Oh, ja, doch in dem Raum. Ach shit, das habe ich nicht gewusst. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt... Hardcore? Sollen wir mal die neue Map spielen? Die kennt ihr bestimmt noch gar nicht. Aber wir machen Albtraum. Gerne. Also die neue Map ist Albtraum? Halt... Die neue Map ist halt echt heftig. Aber wir machen jetzt Albtraum, dann geht's richtig ab. Okay. Könnt ihr nochmal alles hinzufügen, was ihr habt irgendwie? Das, was ihr gerade schon hinzugefügt habt. Ah nee, seid ihr gestorben, das ist ja alles weg, ne? Nein. Soll ich noch für Sachen kaufen? Ich habe viel Geld sonst. Also wir brauchen noch viermal starke Taschenlampe, das wäre gut. Und Thermo. Ist jetzt starke so? Taschenlampe. Jetzt ist alles, oder? Ich habe alles geedit. Ich kaufe viermal. Yes, geil. Und dann alle ready drücken. Geister. Also, wichtig... Es gibt einen Schlüssel, ich habe den schon genommen. Ach so. Du kleiner Schlawiner. Also, wichtig ist, irgendwie die Heizung zu finden. Ansonsten versuch zu überleben. Und denk dran, wenn der Geist huntet, teilen wir uns auf, weil der kann uns alle an einem Streich wegnehmen. Wegmachen. Oh nein. Und der ist eigentlich, der huntet eigentlich so relativ schnell, deswegen... Was soll ich nehmen an Items?
Der Geist heißt Ruth Harris. Genau, den Namen vergesst ihr gleich mal, weil... Ich lese mir den nicht durch. Nu, kannst du ein Item empfehlen? EMF ist immer ganz gut oder halt Buch und Geister... Ah ja, perfekt. Oder die Kamera, Buch? Mit der Kamera rumlaufen, Kamera. Um Orbs zu finden, ist auch immer geil. Dann nehme ich die Kamera. Das kann ich eigentlich auch machen. Oh mein Gott, wir sind auf dem Zelt. Ja, ja. Du darfst nicht den Namen sagen. Ach so, Ruth Harris, sorry. Ich vergiss. Ah. So, ich guck aber mal, ob es hier irgendwo... Man weiß nicht, worauf er reagiert. Genau, der gibt nur zwei Hinweise. Das ist ganz wichtig. Wir kriegen keinen dritten. Wir müssen dann raten. Vielleicht reagiert er echt nicht auf den Namen. Oh Gott, wo ist denn jetzt die Heizung, ey? Kann ich einfach die ganze Zeit mit der Kamera offen rumrennen? Ja, am besten machst du noch rechtsklick oder linksklick, dann kannst du uns sagen, wenn du Orbs findest. Dass quasi dieses Licht an ist. Und wir können hier hinten auch Lagerfeuer anmachen. Mach ich. Hä, wo ist denn die Heizung? Dafür brauchst du ein Feuerzeug. Nach der Suche nach Orbs. Ich finde irgendwie im Offenen schlimmer als in geschlossenen Häusern. Ja. Setz dich ans Also Lagerfeuer. Hinten gibt's noch ein Haus, wenn ihr rein wollt. Nee. Imagine, man könnte da reingehen. Ihr könnt in die Zelte gehen. Ihr könnt auch in die Zelte gehen übrigens. Oh Gott, das habe ich mich gerade gefragt. Oh Gott, das ist... Da ist bestimmt die Heizung, oder? Scheiße, wo ist die Heizung? Hä? Wo ist die Heizung? Wo ist die Heizung? Ist die drin? Somebody touch my spaghetti. Oh ja, genau. Wo ist die Heizung? Ist sie hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Strom, keine Heizung. Strom. Droppen. Gib uns ein Zeichen. Okay. Habt ihr irgendwo den Stromgenerator gesehen? Es müsste offen sein, es müsste offen sein. Wenn du es mit F droppst, ist es offen. Hast du mit G gedroppt? Oh ja, Ehre. Super. Oh. Also drin ist auf jeden Fall kälter. Ich glaube, wir haben einen Werwolf. Warum? Es hat gerade so ein Heulgeräusch gegeben. So. Au. Das war ich. Das glaube ich nicht. Was war das gerade? Hä? Was war was? Hä? Was da, war was? Da hat doch gerade hier was hingeschmissen, oder? Ja, Poltergeist. Ja, guck, habt ihr einen EMF vielleicht? Ich hab EMF dabei, ja. Hab ich dabei. Geh mal kurz hin, also wenn sich was bewegt, vielleicht könnt ihr... Oder habt ihr den gerade geworfen? Nee, hab ich nicht geworfen. Also den Geist hier finden ist mega schwer. Das wäre halt jetzt echt geil, wenn wir den gefunden hätten. Oh, Scheiße. Hier hat ja keiner geworfen. Oh mein Gott, mein Licht geht wieder an. Ey, nicht mal an und aus. Ah? Oh, wo ist denn der Stromgenerator, Mensch? Hier geht's bescheiden. Hier geht's gut. Gib uns ein Zeichen. Echt? Ja. Geil, wo? Ja, an einem Baum hier einfach. Echt? Ja. Ach, krass. Gib uns ein Zeichen. Vielleicht ist hier irgendwo der Generator. Oder hier? Der Scherb lädt. Also, dass ich den jetzt nicht finde, du, ne? Nee, kein. Komisch. Hinterm Haus war es auch nicht. Oder meinst du hinter dem Großen? Gib uns ein Zeichen! Du wusstest, dass auf der Map auch Werwölfe sein können? Nee, zeig mal. Zeig ich dir, komm mit, komm mit. Du machst jetzt Feuerchen an. Das ist doch schön. Oh.
Sing das Lagerfeuerlied. Feuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-A-E-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Also sing es doch ganz einfach mit. Wo waren die Fingerabdrücke? An dem Baumpfahl. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, aber. Wahrscheinlich hier hinten, oder? Ey, wenn der jetzt hantet, dreh ich durch, ne? Aber hier ist so heiß, hier ist er nicht. Hier ist so heiß, meine Freunde. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich hinterm Haus irgendwas finde. Und dann müssten wir den ja mega easy ermitteln können. Oh ja, ich habe den Stromgenerator Geilo. Das wusste ich gar nicht, dass der auch sein kann. Ja, hallo? Warum geht der nicht an? Hello? Ah, drücken. So, ab jetzt müssen wir sehen, wo es warm wird. Ich gehe mal kurz zum Wagen. Ich hole mal noch eine Kamera für die Abdrücke, oder haben wir schon ein Foto? Haben wir. Die Abdrücke verschwinden jetzt nach wenigen Sekunden. Okay. Ich glaube, der Geist ist irgendwo hier. Deswegen renne ich da mal ganz schnell weg. Ja, nochmal, damit wir ein Foto machen können. Okay. Oh. Ich versuche jetzt hier. Also dafür, dass der Geist Albtraum ist, handelt der halt gar nicht. Ich glaube, es gibt ja keinen, ne? Geist. Ich glaube, wir haben den verscheucht. Der hat keinen Bock auf uns. Soll ich dir was sagen? Ja. Was? Ich bin der Geist. Oh, Jumpscare. Oh, er hat recht. Er ist im Wagen, er ist im Wagen. Lara, aus. Scheiße. Oh mein Gott, hörst du die Geistergeräusche? Lauf. Er ist im Wagen. Das kann der bei Albtraum. Das kann der. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Mach die Türen zu. Ich leg mich mit ihm an. Box ihn. Oh mein Gott. Das geht nur, wenn der Geist ein Soundboard hat. Ja, kommt zum Wagen. Oh, es ist im Wagen. Tim Holtz, ist wirklich, oh nein. Oh Mann. Poltergeist, weil, du hast nicht wirklich die Tür zugemacht. Kannst du Ruth Harris grüßen? Na klar. Ruth Harris, ganz liebe Grüße. Gib uns ein Zeichen. Ruth Harris hat 5 Gifted Subs. Oh, da hat er doch was gemacht. Ruth Harris, guck mal ins Buch, was das für eine Evidenz ist, wenn sie 5 Subs schenken. Warte, ich gucke. Hey, meine Geist, ich will das auch, dass mein Geist mir 20 Subs schenkt. Nein, Spaß. Oha. Links, wie nennt man das? Sellout. Oh, da kommt ja sogar was. Hey, der Geist hat gesubbt. Wisst ihr was? Okay. Du hast schon mal sowas Smash Bros. Gespielt? Ja, ich bin da voll gut drin. Ich war auf der N64, habe ich alles zerstört. Ist wirklich gut? Ja. Ist wirklich gut? Ja. Lass mal Smash spielen nächste Woche. Lass gleich Smash spielen, du. Ich bin dabei, Mann. Wirklich? Ja. Da war nicht. Doch. Wir haben die Switcher eh hier stehen, dann lass gleich. Niemand ist so krank in Smash. Ja? Du. Nein. Oha, Gnu! Es gibt Smash! Ich bin voll dabei. Sehr gut, Gnu. Ich bin dabei. Also der Geist ist hier irgendwo. Oh, das ist auch. Hast du was okay. gemacht? Hast du was nee, gemacht? Nee, wirklich nicht. Der Geist ist hier! Da Licht an! Da hat jemand Licht angemacht! Da hinter dir! Hinter dir! Das ist der Geist! Der Geist ist hier! Nein! Mach mal Licht aus, ich guck mal, ob ich Orb sehe. Jo, wir sind tot. Lauft.
Nur, no, danke für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen guten Stream. Also das muss auf jeden Fall geklippt werden. ja, also wenn der Geist huntet, der hört jeden Furz. Das hätte ich euch vielleicht eher sagen sollen bei Albtraum. Oh, herrlich. Alle weg. Okay, dann machen wir jetzt Party. Nein, Spaß. Ich muss erstmal alle Pillen fressen. Ich versuche jetzt irgendwas mir aus dem Arsch zu ziehen. Ich gehe nochmal kurz rein und dann machen wir noch eine Runde, okay? Weil das kann ich so nicht stehen lassen. Ihr wisst, oh nein. Okay, wir starten gleich eine neue Runde, weil ich sehe, die ganzen Gegenstände sind nämlich bei euch. Ich würde jetzt einfach mal raten. Wir hatten Fingerabdrücke scheinbar. Let's go to the Mimic. Ich wähle jetzt auf Mimic. Let's go to the beat, to the beat, to the beat. So, alle drei tot. Oh Mann, ey. Nichts. Es war ein Poltergeist. Ich wusste es, aber ich habe nicht genug Zeit gehabt zum... Ich konnte auch nicht wegrennen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, als er diesen Ball geworfen hat, habe ich von Anfang an gesagt Poltergeist. Aber nein. Schade. Hm. So, lass uns doch mal eine neue Map machen. Willow Street, die ist kleiner. Boah. Leute, okay. Ich bin so müde. Ich wollte sagen, Tim Hoos, du erinnerst mich immer an Madonna. Warum denn? Madonna. Weil ich mir so singe, ne? Shakira. Das ist Madonna, ja. Wir haben voll wenig Zeug. Ja, ihr habt ja auch nicht aufgefüllt. Ich hab die ganze Zeit gefragt, ob ich auffüllen soll. Das wird eine Katastrophenrunde. Ich sag's auch schon. Ich nehme jetzt erstmal das Thermometer. Oh, wir haben kein Thermometer. Wir sind am Arsch. Ich hab ein EMF. Das bringt gar nichts. Rauch, oder nicht? Atem? Atem? Ja, das haben wir. Das haben wir draußen, glaube ich, immer. Und ich glaube, wenn die Heizung nicht an ist, auch. Deswegen Gefriertemperatur ist gerade nicht so sicher. So, Leute, jetzt geht man mal. Nein, guckt, wo der Scheißgeist ist. Herzlich willkommen zu meinem Roomtour. Hier sehen Sie die Küche. Die ist von Ikea. Koch-Influencerin. Die ist von House Flipper einfach übernommen. Das sind einfach die ganzen Möbel von House Flipper hier, by the way. Ist das so? Wirklich? Ja, das ist wirklich so. Das ist House Flipper Style. Was? Oh, nee, das macht so. Also, wenn ich mit dir Smash spiele, dann spielst du At Dead of Night und House Flipper, okay? Aber kann man zusammenspielen, House Flipper? Ist ein Multiplayer? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber es wäre lustig. Ja, wie? Dann kann ich das mit dir zusammen spielen. Wenn es Multiplayer ist, spiele ich mit dir zusammen. Okay. Gib uns ein Zeichen. Wir haben immer noch keinen verfluchten Gegenstand gefunden, fällt mir gerade ein. Ja, der Geist so. Heißt übrigens Ruth Moschner. Ruth Moschner. Ganz dünnes Eis, oder? Ganz dünnes Eis. Wir waren es nochmal. Luke ist doch. Du hast so einen Skandal über den, oder nicht? Ach so, das war die Ex-Freundin von Ron Pilecki. Okay, Heizung ist an. Die Heizung ist somit an. Gib uns ein Zeichen. Hier ist ein Totenschädel. Gib uns ein Zeichen. Nutzt mir mein EMF schon was? Ja. Grün ist an. Gib uns ein Zeichen. Totenschädel. Genau, abfotografieren und mitnehmen. Ist da ein Toter? Gib uns ein Zeichen.
Hast du eine Kamera? Nee, ich hab eine Videokamera. Gib uns ein Zeichen. Haben wir überhaupt eine Fotokamera? Nee, bestimmt nicht. Oh Leute, hier unten ist ein Ritual. Bitte sagt mir, dass wir ein Feuerzeug dabei haben. Ach scheiße. Wir hätten das Ritual machen können. Haben wir eins im Van? Ich guck mal. Oh bitte, ich glaube nicht, ne? Oh Mann, ey. Gib uns ein Zeichen. Nein, wir haben keins. Schade. Scheißendreck. Gib uns ein Zeichen. Baller Krise. Hast du die Box? Gib uns ein Zeichen. Ah, das ist aber blöd. Jasmin, hast du diese Sprechbox? Ja, ich hab sie. Wisst ihr, wo der Geist ist? No. Gib uns ein Zeichen. Oh nein, ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab den Kopf aufgehoben. Wo ist der Kopf? Ich hab ihn aufgehoben. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen! Okay, warte mal. Wir machen jetzt eine Tryhard-Runde. Und zwar... John Thompson! Luna, komm mal. Zeige dich! Voll Krise! Tom Johnson! Echt jetzt? Nein. Das glaube ich aber nicht. John Thompson, gib uns ein Zeichen. Ron Womsen, wo bist Ron du? Womsen. Ron Womsen. Gib uns ein Zeichen, bitte. Aber sofort, wenn ich bieten darf, gell? Wir wollen hier ja weiterkommen. Gibst du uns ein Zeichen? Sorry. Geist. Da unten ist die Malona. Ah, ne, da bist du. Ron Womsen, du bist gib uns ein Zeichen, bitte. Wer kommt denn da aus Wien? Ja, bitte. Ich kann dich nicht verstehen. Du musst es schon über den Ansager machen, gell? Oh, hätten wir ein Feuerzeug, könnten wir das Ritual machen. Ja, das wäre so geil gewesen. Das ärgert mich gerade richtig. Ich bin so aggressiv, ich muss das irgendwie loswerden. Bitte nicht den Kopf in die Wand schlagen, bitte. Ist hier der Geisterraum? Ja, das ist ein Ritual. Wir haben aber leider kein Feuerzeug. Gibt es eine andere Möglichkeit, aber das irgendwie anzumachen? Kann einfach nicht furzen und dann passiert irgendwas Tolles. Ich bin ja also Feuerbändiger. Ja, stimmt, du brennst doch immer. Hör, du hast es geschafft, irgendwie aus einem Buch zwei zu machen mit dem Ritual. Ich weiß, Magie. Das dupliziert. Das ist das Duplizierungsritual. Ey, aber mich wundert, dass die Geister in Albtraum so low sind. Die brauchen ja ewig bis sieben Handen. Eigentlich geht es direkt. Gib uns ein Zeichen! Kann doch nicht sein, dass die so lahmarschig sind. Komisch, ne? Das kann doch nicht sein. Wir machen es jetzt mal lustig. Okay. Wir haben überhaupt noch keine Ahnung. Kein Geist, kein gar nichts. Haben wir wenigstens irgendwas hingestellt? Das ist doch schon mal was. Warum steht da was? Da ist doch gar nichts. Wahrscheinlich schüchtern. Kann mal einer von euch alleine irgendwie rein? Ich glaube, der Geist ist schüchtern. People shy. Bludo hat Scheiße gelabert. Warum? Moschner ist nicht die Ex-Freundin von Luke Mockridge. Das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Hä? Ich habe gesagt, Ruth Moschner, und was hast du denn gesagt? Oder was ist Luke Mockridge? Ja, aber ich verstanden habe, dass du auf den anspielst. Ach so, nee, Ruth Moschner ist eine deutsche Moderatorin. Ja. Ja, und hat die was mit ihm zu tun? Nein. Was? Oh Gott. Du sagst nicht, wie aus den anderen, wie denn? Was hat der mit denen zu tun? Nix, ich glaube, das war ein Missverständnis, das wir jetzt nicht mehr klären können. Also. Okay. Ich geh nochmal rein, okay. Ich regel das. Soll ich Simon töten? Ist das ein Ja? Ja, let's go. Let's fucking go. Kommt mal zu mir.
ich hab den Geist. Wo ist er? Ja? Hab ich ihn verscheucht? Hier in dem Raum mit den Farben war gerade mein EMF auf 2. John Thompson? Hello. Hello there. Nennen sich auch Garage, der Raum mit den Farben. Ah ja, mit stimmt. Den Farben. Wo ist der hin? Ey, Max hat gerade voll ausgeschlagen. Im Raum oder wo? Da kann es jetzt auch im Flur sein. Warum schreibst du nicht mehr? Hm? Warum schreibst du nicht mehr? Wo hat es so ausgeschlagen? Oh. Hey, bei der Garage. Bei dem Raum mit den Farben. Ja, hier. Der handelt. Gott, das Schlimme ist, der huntet doch keine jetzt. Sorge, ich bin auch Undercover Pro. Hä, aber wir haben nicht Albtraum gewählt, ne? Wir haben Profi gewählt. Was der huntet Leute? Ja auch gar nicht ich weiter, habe oder? Ich irgendwelche Anzeichen. Oder? Ich weiß nicht mal, wie ich hier hochkomme. Scheiße. Oh no. Es Nightmare, aber warum huntet der dann nicht weiter? Hinaus, bitte lass mich gehen. Oh, da ist die Tür. Oder? Ja, it was nice knowing you all. Ich. Hä? Lebst du noch? Nicht mehr. Es war nice. Ich möchte. Oh, scheiße. Oh, no. Welcome. Welcome to the dead bodies. Hello, hello. Ach, hast du eine Idee, was für ein Geist das ist? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Und mich wundert auch, dass der jetzt aufhört. Ich glaube, wir haben Profi gewählt, weil bei Albtraum handelt der eigentlich ewig weiter. Echt? Außer er weiß, dass jetzt nur im Haus du warst. Die anderen sind ja im Van, oder? Ja, ich glaube schon. Ich guck mal kurz, ob die im Van sind. Ja, sind die. Okay. Safe. Boop. Okay, nehmt alle Rayo und Obacke und wir gehen. Ciao. Was? Rayo und Obacke, Rayo und Obacke, los. Ah, wir haben noch gar nichts, also. Mal gucken. Raichu. Es war ein Banshee. Ja, oh, same. Ich hab's doch gesagt. Es war ein Banshee, hab's doch gesagt. Es war ein Banshee, meine Lieben. Ja. Es war mir eine Freude und es war interessant. Wir haben Among Us gespielt. Wir sind eskaliert. Wir haben gar nichts gebacken bekommen. Wir haben gar nichts gebacken bekommen, ganz ehrlich. Die Geister haben so Angst gehabt vor uns. Ja, teilweise haben sie waren echt verdammt ruhig. Ich glaube, die waren einfach nur eingeschüchtert. Dachten sie, was geht denn ab?